Batman. Face mask, seat belts if you want to, you don't have to. Gentlemen, we have lovely ladies on board. The bathroom's in the back, please be careful, gentlemen. Thank you very much, I'm gonna say that again. Gentlemen, please be careful, we have lovely ladies on board. The bathroom right there. What time? Make yourself comfortable, like that shirt. I like wolves. Okay, if you're wearing a coat, passengers, please take off your coat. You're gonna be here for a little while. Good, you're ready. What's in the bag? A bomb, drugs, and heavy artillery. Okay. Come on, it's a good joke. Come on, it's the beginning. Don't worry about that. I am not worried about that. Thank you very much. Thank you, brother. Yep. Yes, sir. You know what? Y'all two squeezing up in here. What y'all sit over here? Check the seat out. Go check it out. Yeah. Oh my God. Oh, busted, man. How you gonna have peace on my bus, man? Where is mine? I gotta get half, man. I ain't moving this bus. Let's do it. Let's I'm not moving. I'm not moving this bus until you give me half. Make sure you, when this bus stops, I want you to stand up, check your seat, around your seat, under your seat. Do not leave anything on this motor coach. Please check the overhead compartments. If you have stuff there, please get it. And of course, we have some people with some luggage. Make sure you get that too. This bus do not take souvenirs for the New Year's. I want you to get where you're going safely tonight. Have a nice year. And have a nice life if I don't see you again. With that, I want to say thank you for riding with Flix, and it was nice to meet you. Once again, welcome to Philadelphia. We are almost there. Thank you. Also auf den ersten Blick ist Philadelphia noch viel abgefuckter als New York. Wir haben leichte Startschwierigkeiten. Wir haben uns schon angepumpt, ganz oft, weil wir mit dem Subway-System ein bisschen überfordert. Ne? Ja, man bucht hier irgendwie mehrere Fahrten auf einmal. Das ist wie so ein Tagesticket, aber das brauchen wir heute nicht. Wir brauchen eigentlich nur eine Fahrt, aber das ging jetzt nicht. Das haben wir nicht herausgefunden, wie wir das machen. Nein, das geht einfach nicht. Ich glaube, die mögen keine Fußgänger, wie ganz Amerika. Also hier riecht es auch ein bisschen nach Gras und nach Rauch. Fühlt sich irgendwie ein bisschen seltsam hier an. Aber manchmal hat man Glück, manchmal hat man Pech. So ist es. Auf jeden Fall war es günstig. Und hier, tolle Aussicht. Passt auf. Ja, wir haben 16.52 Uhr. Okay. Ich bin schon motiviert, aber mir ist auch irgendwie, weiß ich nicht, mir ist mulmelig. Melina hat zu viel Criminal Minds geguckt, ganz ehrlich. Wenn man zu viel Fernsehen guckt, dann hat man schon Angst, irgendwo draußen rumzulaufen. Was soll denn passieren? Wovor hast du Angst? Es fängt da an, wo es aufgehört hat. Ein kaltes Zimmer.
So, was machen wir denn jetzt? Achso, ich hab gerade gegeben. Wir fahren nochmal in die Innenstadt und essen vegane Pizza. Und wir fahren. Oder laufen. Du willst komplett laufen? Können wir gerne machen. Ja, ist aber schon mal. 2 Kilometer sind wir da. Also Planänderung, wir gehen waschen. Medinas Wäsche? Meine Wäsche. Medina stinkt überhaupt nicht. Ich fange relativ schnell an zu stinken. Wir sind jetzt auf dem Weg ins Laundry Café, das ist ungefähr 1,3 Kilometer entfernt. Und das laufen wir, weil wir heute noch nicht viel gelaufen sind. Wir haben es gefunden, The Laundry Café. Nicht zu vergessen, ein Dunkin' Donuts, weil die gibt es an jeder Ecke, nur nicht vegan. Ich habe auch einfach Hunger, tatsächlich. Eine halbe Stunde dahin, weißt du, wie scheißegal mir das ist, welchen Weg wir kennen. Oh, die Melina ist eine Spaßbremse heute Abend. Hunger hat sie. Noch nicht mal das Waschen hat ihr Freude gemacht. Das fand sie sonst immer so toll im Waschsalon. Heute gar nicht. Heute war einfach nur mürrig. Ganz, ganz mürrig. Hier ist es auch kalt. Kalt ist es auch. Das sind doch ihre Familie. Ich fand, also Waschen war für mich was wie ein Träumchen heute. Ich fand's cool. Wir hatten das erste Mal so richtig Kontakt. Wir brauchten nämlich Hilfe beim Kartenaufladen. Da braucht man so eine Waschkarte. Und da haben wir Hilfe bekommen. Und ich glaube, wir waren die ersten Touristen in dem Laden, die nicht wussten, wie man wäscht, weil man das ja in Deutschland nicht so kennt. Aber ich fand's wieder, es war eine tolle Erfahrung. Wir haben jetzt wieder frische Wäsche, oder ich habe wieder frische Wäsche. Die Melina braucht es ja nicht so wirklich. Und ja, perfekt. Ich muss sagen, ich finde das so cool. In New York habe ich mich gefühlt wie in so einer Touristenblase. In einer Bubble. Und hier ist man direkt einmal im Waschsalon dann da. Man kommt ein bisschen mehr ins Gespräch. Ich habe einmal musste wegen dem Tipp irgendwie was fragen. Und dann eben hat er gefragt, was wir machen mit der Kamera und so. Und es fühlt sich hier viel, viel echter irgendwie an. Und jetzt geht es für mich so ein bisschen los. New York war so, ich wollte mich da nirgendwo reinsetzen oder irgendwie. Aber hier fühlt sich das alles anders an. Das ist cool. Weil hier sind nicht viele Touristen. Hier ist einfach, man fällt so ein bisschen auf. Tatsächlich schon, ja. Auf jeden Fall wirst du immer ein bisschen angeguckt, wenn du an Leuten vorbeiläufst. Ja. Auf jeden Fall, hatten wir es gesagt, im Veganisch? Veganisch, ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht. Richtig, richtig lecker. Aber richtig lecker. Und der Burger, freundlich. Ja, super cool. Der Burger war richtig... Ich muss sagen, der vom... Seafood Ranger fand ich noch besser, ja. Einfach weil der so auseinander, also so, ja. Ich kann es nicht beschreiben, aber es war geschmacklich richtig krass, richtig lecker. Ja. Und Felix hatte eine richtig geile Cinnamon Bun. Das war riesig. Oh, pass auf. Das ist das Problem hier, ne? Das ist das Problem mit den Fußgängerampeln, das zählt hier nicht so. Also wie gesagt, eine richtig leckere Cinnamon Bun, einen richtig leckeren Cinnamon Bun. So, jetzt hab ich's. Und ich hab mir so einen Milchshake praktisch. Schoko und so 30.000 Kalorien. Oh, richtig lecker. Also du bist noch nicht so ganz irgendwie zufrieden mit der Unterkunft und so, fühlt sich noch nicht ganz so wohl, ne? Aber ich muss sagen, ich fühle mich jetzt ein bisschen, jetzt komme ich langsam rein in das Ganze. Jetzt komme ich langsam rein. Ich bin tagsüber gespannt, aber ich freue mich morgen auf das Gefängnis.